einfach sprudeln statt schwer schleppen. Leute, nicht wahr. Instagram hat schon wieder meine Videos gelöscht, Mann. Ich rede mir den Mund hier fusselig und rede und rede und rede und dann will ich es hochladen und Insta hat schon wieder alles gelöscht. Ernsthaft? Okay. So, nochmal von neuem. Hallo erstmal. Ich wollte euch einiges erzählen. Also erst einmal bin ich sehr stolz auf mich. Ich habe wieder Sport gemacht. Ich habe es wieder durchgezogen. Ich bin gerade frisch geduscht. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Das ist ein richtig tolles Gefühl. Mein Schweinehund habe ich besiegt. Ich hatte zwar absolut keine Lust, wie immer, aber Schweinehund wurde besiegt. Und ich möchte noch einige Dinge mehr jetzt tun. Natürlich mache ich jetzt Sport und ich sage immer, ich möchte die Pads drauf machen. Ich möchte die Wimpernverlängerungsserum da, dieses Rizinusöl halt kaltgepresst drauf machen. Ich möchte, ich möchte, ich möchte. Aber ich mache nicht. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich schon so mit Sport das kann, also das Durchziehen mit dem Sport, dann kriege ich das doch auch mit den Wattepads hin, also mit den Pads und dem Rosenwasser. Und zwar, ich habe hier ein Rosenwasser und das habe ich schon sehr lange und das muss man so 15 Minuten mit Wattepads, ich zeige es euch kurz, getränkte Wattepads mit diesem Rosenwasser auf die, hier so auf die Augen drauflegen, da wo halt hier so die Dings sind, sieht man jetzt nicht, weil ich einen Filter habe, aber den mache ich gleich raus. Ich wollte nur mal ausprobieren. Ich habe echt wunderschöne Wimpern, richtig geil. Hätte ich gerne in echt so schöne Wimpern, aber habe ich leider nicht. Und die Schminke ist auch am Hammer da unten und so. Ich glaube, das ist sogar meine eigene Schminke. Egal, auf jeden Fall, Leute. Wenn ich das dann so drauf mache, 15 Minuten, jeden Abend bin ich mal gespannt, was für ein Ergebnis es gibt. Und auf jeden Fall wollte ich mir jetzt noch Salat machen. Und wir haben jetzt einfach schon wieder kurz vor 11. Und ich muss eigentlich jetzt bald schlafen, weil ich muss morgen früh raus. Ich muss so gegen 8 bei der Arbeit sein, beziehungsweise ich will eigentlich schon um 7 bei der Arbeit sein. Ich war heute um 7 bei der Arbeit. Ja, die Pads werde ich jetzt ausprobieren und dann, wenn ich Erfolge sehe, irgendwann mal dann dieses kaltgepresste Rizinusöl für die Wimpern und immer mehr und mehr. Also lieber nach und nach als alles auf einmal und es dann doch nicht durchziehen mit dem Sport. Ich bin sehr stolz, ich habe es durchgezogen und ich höre gerade nebenbei Dixter Pop und ich dachte, ich melde mich mal kurz. Und wie gesagt, eigentlich muss ich noch Salat machen und bald schlafen. Ich habe keine Lust. Und Insta schmeißt mich jetzt raus und ich hoffe, das lädt jetzt hoch. Und für mehr Realität bei Instagram, ihr kennt mich doch. Diesen Filter, der war just for fun. Also so sehe ich aktuell aus. So sehen meine Wimpern aktuell aus. Nicht so wunderschön wie mit dem Filter, aber that's real life. Leute, ich wollte mal was ansprechen. Also zum Beispiel dieses ganze Insta-Leben, diese ganzen Influencer, die immer bei so schönen Orten sind und so tolle Bilder machen und die machen ja immer so mega Profi-Bilder und alles. Das ist doch alles nur Schein. Also ich möchte jetzt nicht die Influencer schlecht dastehen lassen. Klar, manche haben richtig coole Bilder und die bemühen sich auch richtig, aber manche übertreiben es einfach so extrem. Die tun sich dann keine Ahnung, wie viel Make-up in dieses Gesicht klatschen. Nur um super perfekt auszusehen und keine Ahnung. Also klar, ich sag mal so, jeder kann tun und lassen, was er möchte. Können Sie gerne machen. Mir wäre das viel zu anstrengend. Also ihr seht ja auch wieder meine Augenringe. Ich will die ja unbedingt wegkriegen und nicht mit einem Filter, sondern mit natürlichen, ja, natürlichen, wie nennt man das nochmal? Ja, Heilmitteln, genau. Doch, sagt man, oder? Natürliche Heilmittel? Sagt man das? Hilfsmittel? Heilmittel? Keine Ahnung. Also ja, natürliche Heilmittel möchte ich das wegkriegen. Vor allen Dingen Heilmittel, ne? Als ob das irgendwie so eine Verletzung ist. Nee, aber das nervt mich halt. Ihr seht ja, das nervt mich schon lange.
Also ich möchte das ohne Filter wegkriegen. Und auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich habe Originals 9 Folgen, also gestern 7 Stück am Stück gesehen, 7 Folgen am Stück. Wow, so crank kann nur ich sein. Und heute nochmal 2 Folgen, 8 und 9. Und 10 kommt am Donnerstag und ich bin so gespannt und es ist so spannend und ich liebe diese Serie. Ich kann mich nicht oft genug wiederholen. Ich freue mich mega drauf auf Folge 10. Und ich sollte jetzt auch bald schlafen gehen. Das reimt sich. Ich wollte mir jetzt noch einen leckeren Feldsalat machen. Ich stelle euch jetzt noch eine Umfrage. Ich überlege mir gleich, was ich euch noch fragen wollte. Und dann, ja, gehe ich auch schon schlafen. Tut mir leid, dass die Story so kurz ist. Nur manchmal denke ich mir so, ja, irgendwie möchte ich Stories machen, aber irgendwie gibt es so Tage, eigentlich wollte ich heute keine machen. Ich habe keinen Bock, ich bin so müde, so platt. Ich habe ein bisschen 15 bis 20 Minuten Power genappt. Und danach habe ich Sport gemacht, Musik laut, erstmal so das Stream, Wasser mit Sirup reingemacht, damit ich fit bin und was zu trinken habe. Und dann ging es los mit dem Sport. Aber bis ich mich dazu überwinden konnte, meinen Schweinehund besiegen, das ging eine Weile. Ich habe gewartet, bis die Story hochgeladen hat. Also Leute, ich habe 2 Umfragen, die ich euch stellen möchte. Da ich nicht immer Lust habe, irgendwie eine Story zu machen. Eigentlich hatte ich schon Lust, aber irgendwie so dieses, manchmal ist es einfach so dieses, oh, ich weiß nicht. Zum Beispiel, man merkt, dass es draußen kalt geworden ist, weil ich keine Lust habe, eine Story zu machen. Ich bin heute ins Auto gestiegen, habe gedacht, soll ich noch kurz eine Story machen nach der Arbeit? So, hey Leute! Und dann habe ich so gedacht, nee, es ist irgendwie voll kalt. Ich will nach Hause. Es ist so kalt geworden draußen. Schrecklich. Auf jeden Fall war das halt so. Bei meiner Arbeit, heute war mein erster Arbeitstag nach 2 Wochen Urlaub. Und kennt ihr das, wenn ihr so dieses Gefühl habt, irgendwie ist es ungewohnt, aber doch so gewohnt? Also es war irgendwie ungewohnt, aber doch irgendwie gewohnt, weil man es ja schon gewohnt ist, so viele Jahre, beziehungsweise Monate, Jahre, also über ein Jahr bin ich es ja schon gewohnt, dort zu arbeiten. Und man hat alles so drin, die Routine kommt dann sehr schnell wieder durch oder man kommt schnell wieder rein in die Routine. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Oder auf jeden Fall, ja, also die Arbeit war recht gut. Und ich habe gedacht, nach der Arbeit mache ich jetzt keine Story, weil ich eben so platt und fertig und müde bin. Und es war halt kalt im Auto, deswegen eigentlich. Und nach der Arbeit habe ich, wie gesagt, eine Serie geschaut. Ich wiederhole mich ja wieder und dann hatte ich irgendwie keine Lust. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich frage euch jetzt, Leute, weil ihr seid meine Zuschauer, ihr seid meine Community. Ihr seid die, wo mir immer ja, genau, ich kann nicht sprechen, wie immer. Feedback mir geben. Meine Güte, ich verspreche mich aber auch wieder. Deswegen jetzt die Frage: okay, also nochmal, ich muss mich entscheiden. Möchtet ihr weiterhin jeden Tag eine Story von mir? Ich muss mir immer wieder was Neues überlegen. Ich finde es ja selber so crazy, dass ich jedes Mal ein neues Thema finde. Immer wieder irgendwas anderes. Immer wieder lasse ich mir irgendwas einfallen. Jeden Tag aufs Neue. Das ist so heftig. Gut, ich habe auch ein paar Mal nicht so viele Stories hintereinander gemacht. Also an manchen Tagen. Manchmal war es auch ruhiger. Aber das brauche ich auch manchmal. Also lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt die Unfrage. Wieso sage ich das immer Unfrage? Umfrage. Jetzt kommt die Umfrage. Möchtet ihr, dass ich weiterhin jeden Tag eine Story mache? Und die zweite Umfrage ist, kennt ihr das, wenn man so. Ich muss kurz. Okay, jetzt ist die Story zu Ende. Wieder eingefallen, natürliche Hausmittel, Hausmittelchen, Mensch, jetzt ist es mir eingefallen. Also noch eine Umfrage. Kennt ihr das, wenn ihr Joghurt essen möchtet, ihr schaut aufs Datum und ihr seht, das Datum ist abgelaufen und es ist schon über einen Monat abgelaufen oder einen halben Monat oder 10 Tage, 5 Tage. Seid ihr da ganz streng mit euch selbst und sagt, nee, ich gehe nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn es abgelaufen ist, dann schmeiße ich es gleich in den Müll? Oder seid ihr so welche, dass ihr den Joghurt erstmal aufmacht, dran riecht, schaut, wie er aussieht, ob da irgendwas dran ist und wenn er halt noch gut riecht und auch schmeckt, vielleicht auch probiert, wenn ihr seht, dass da kein Schimmel oder nichts Schlimmes dran ist. Dass ihr dann auch den trotz Mindesthaltbarkeitsüberschreitungsdatum esst, weil ich zum Beispiel habe jetzt einen Joghurt. Ihr wisst ja, mehr Realität bei Instagram. Ich stehe dazu, ich bin auch sehr ehrlich. Also, ich habe einen Joghurt, da steht 13. Oktober drauf, Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich habe ihn aufgemacht, habe dran gerochen, habe ihn umgerührt. Er sieht gut aus, er schmeckt sehr lecker, er ist noch völlig in Ordnung. Dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist eine Prognose, eine Voraussage, es könnte eventuell danach schlecht sein, aber es ist nur eine Vermutung, eine Prognose. Es ist kein Muss
Und es ist kein, danach muss man sich richten und die Lebensmittel in den Müll schmeißen. Jetzt kommt die Umfrage. Wer richtet sich ganz strikt nach dem Mindesthaltbarkeit? Sieht das noch gut aus? Also nicht, also wer sich nicht nach diesem Mindesthaltbarkeitsdatum richtet, sondern eher nach Geruch, Geschmack und Aussehen. Ich bin gespannt. Letzte Umfrage für heute, ihr Lieben. Ich stelle sie jetzt und ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht. Schlaft gut, träumt schön, macht, was euch glücklich macht. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, habe ich so drin, das ist so bekloppt. Man, das habe ich früher nie gesagt. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut und träumt schön und morgen einen ganz, ganz wundervollen Tag. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao. Jetzt Datum, beziehungsweise ich versuche es anders zu formulieren. Wer ist da nicht so streng? Ich muss noch überlegen, wie ich das fragen soll. Schwierig. Also ich würde gern wissen, wer genauso wie ich dran riecht, schaut, schmeckt das noch gut?